Hai, kat sekarang Mama. Hi, and welcome everybody to the 8th episode of Inside AMG. We're in a very cold and wintry Affalterbach today. Last time we were at the Nürburgring looking at how our modern cars are being developed. Today we're going to be taking a trip down memory lane. 8th episode of Inside AMG means 8th letter of the alphabet, the letter H. Today's topic is going to be history. The history of AMG, the company that's been around for over 50 years. Behind me, you can already see some of those cars that were developed during those 50 years. Of course, today we're also going to be having an expert that I'm going to be talking to about the history of AMG. The interview is going to be in German, so if you're English speaking, you can activate the subtitles down below, or if you're watching it on a mobile device in the corner up here. So I'd say we head over to the engine manufacturer to meet today's expert. Micha, grüße dich. Hi. Felix, freut mich, dich zu sehen. Alles gut bei dir? Alles gut, ja. Alles gut. Wir kennen uns ja schon, aber vielleicht magst du den Zuschauern nochmal erzählen, wer du bist und was du bei AMG genau machst. Ja, mein Name ist Michael Klaus. Ich arbeite seit nunmehr über 40 Jahren bei AMG. Seit über 10 Jahren betreue ich und leite das Unternehmens- und Medienarchiv, also die komplette Historie von AMG, mit allem, was dazugehört, Inhalte, Unikate, Unterlagen, alles, was historisch für AMG wertvoll ist. Über 40 Jahre bei AMG. Also wenn sich jemand mit unserer Historie auskennt, dann bist genau du das. Das denke ich doch auch, ja. Jetzt stehen wir hier vor der Motorenmanufaktur. Ich würde vorschlagen, als allererstes gehen wir mal rein, denn es ist echt kalt. So, jetzt sind wir hier in unserer topmodernen Industrie 4.0 Motorenmanufaktur. Aber ich sehe schon, hier prallen auch Welten aufeinander. So kenne ich das Ganze, topmodern, One Man, One Engine natürlich. Also sieht auch nach One Man, One Engine aus, aber nicht ganz so modern. Wer ist denn das hier da links im Bild? Der Herr, der ist Friedrich Aufrecht. Also der Name kommt mir bekannt vor. Ist der Bruder von Hans-Werner Aufrecht? Der Bruder von Hans-Werner Aufrecht, dem Firmengründer. Wir sehen hier Motorenbau, Motorenmanufaktur 1.0. Das war schon in Affalterbach. Da stand das hier alles aber noch nicht. Nein. Was man nein. aber sieht, sind so die ein oder andere, ist die ein oder andere Reliquie aus der Zeit. Ich würde vorschlagen, die schauen wir uns direkt mal an. Sehr gerne. Das sieht schon ziemlich massiv aus. Über welchen Motor sprechen wir hier? Welches Jahr ungefähr? Das hier ist der M100 aus Anfangszeit AMG. Also 65 reden wir hier, von 1965 circa. Das sind die Bauteile, die wir damals unter anderem auch für unseren AMG 300 SEL 6.8, unseren roten Rennwagen, der in Spa 1971 den Klassensieg einfuhr. Den sollte jeder kennen, ja? Eigentlich, hat das war schon mal gesehen. Das war damals so der Urknall für AMG. Ja, ab da war AMG weltweit bekannt. Wenn wir da weitergehen, da wird es schon ein bisschen filigraner. Ja? Also man merkt, okay, die Motoren, es ist nicht mehr alles nur Saugtechnik, es wird auch ein bisschen kleiner vom Hubraum her, alles wird ein bisschen effizienter. Und dann kommen wir zu dem Brocken hier. Ja? Das sieht man heutzutage auch nicht mehr so oft verbaut. Ein Kompressor. Das ist ein Kompressor, richtig. Der wurde damals, das heißt, wir haben den für unseren M113-Motor verbaut. Der M113-Motor wurde bei uns, bei AMG, in dem kompletten Portfolio eingebaut. Also jeder AMG hatte damals diesen V8-Kompressormotor drin. Hier werden die Kolben dann schon, hier sieht man schon, es ist alles viel mehr bearbeitet, da sind sie rausgefräst. Filigraner, kleiner, die Bauteile wurden einfach effizienter. Effizienter von der Dimension her, vom Material vor allem her und von Beschichtungen, die wir in der Neuzeit alle haben, die Möglichkeiten. Man sieht dann auch, wenn es weitergeht, weg vom Kompressor, dann Richtung Turbolader. Der hier, wenn man den Turbolader anschaut, ist jetzt relativ aktuell. Also der aktuelle, den wir bei unseren Vierzylinder-Turbomotoren zurzeit einbauen. Also da ist dann komplett die Brücke geschlagen. Die Power, die man von AMG kennt, aber dann kombiniert mit der Effizienz, alles wird viel effizienter verbrannt, wird viel mehr Leistung aus weniger Hubraum rausgeholt. Richtig. Dafür steht es hier auch so ein Stück weit. Ne? Wir sind hier da in der Motorenmanufaktur, wo ja genau das zusammenkommt. Die Geschichte da, wo man herkommt aus der Motorenentwicklung und da, wo man heute angelangt ist mit diesen effizienten Motoren, die heute eingebaut werden.
Hier allerdings, hier ist nochmal ein richtiger Brecher. Über welches Jahr sprechen wir hier? Der Motor, da reden wir von 85, 86. Das ist unser M117 Vierventiler. Es gab von Mercedes keine Vierventiltechnik. AMG hat damals komplette Zylinderköpfe in Vierventiltechnik entwickelt. Komplette Eigenentwicklung? Der komplette Kopf? Komplette Zylinderköpfe wurden eigenentwickelt. Ja. Wahnsinn. Der Motor lief zum ersten Mal 85 auf dem Prüfstand, hat einen Hubraum von 6 Liter und eine Leistung von bis zu 385 PS. 385 PS, Mitte der 80er? Mitte der 80er, ja. Fühlt sich bestimmt stark an. Zu diesem Motor habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und zwar werden wir den Motor jetzt live und in Arbeit sehen. Da werden wir hingehen. Das klingt vielversprechend. So, Felix, hier sind wir. Ganz kurzen Moment, ich hole dir die Überraschung. Okay. Bis gleich. Bin gespannt. Nice! So, hier ist er. Wow, sehr cool. Ganz kurzer Blick. Nur, dass du es auch siehst. Der Motor ist der von drüben. Man erkennt ihn sofort wieder, den M117. Und das Herz schlägt, man merkt, da ist richtig was am Arbeiten. Er pumpt. Ja. Wahnsinn. Wollen wir? Ja, auf jeden Fall. Also. Okay. Got this music popping, now I'm needing stress. Told my mama she don't even gotta stress. Told the God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Got this music popping, now I'm needing stress. Told my mama she don't even gotta stress. Told the God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Know I'm next, that's why they upset. I've been in the lab, got me feeling like I'm Dex. Yeah, nonetheless, I don't need a flex. I've been such a worker, how they hating cause they know that I am next. Also das erste Fahrzeug als Limousine, das über 300 Stundenkilometer lief. Aha. Und ich war einer der wenigen, der damals dieses Fahrzeug auch dort bewegen durfte. Wenn man das sieht, den Zeitraum, das war vor über 33 Jahren. Hat auf jeden Fall nichts von seinem Zunder verloren. Überhaupt nichts, überhaupt nichts. Wir haben es ja am Anfang schon gehört, du bist seit über 40 Jahren bei AMG. Also du hast 4/5 sozusagen der Unternehmensgeschichte selber im Unternehmen miterlebt. In den Anfangszeiten bei AMG habe ich im Prinzip ganz normal in der Werkstatt gearbeitet. Als Kfz-Mechaniker, habe, wie vorher schon erwähnt, bei Friedrich Aufrecht die Motoren kennengelernt. Später dann auch das ganze, die ganze Thematik, Fahrwerk, Abgasanlage, Sportabgasanlage und so weiter. Wenn du mal möchtest, ich würde dir mal einen Fahrerwechsel empfehlen. Auf jeden Fall, ey, das kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich kann es kaum erwarten. Also man merkt richtig, das Auto strotzt vor Kraft einfach, wenn man das Gas nur ein bisschen bewegt. Und es fühlt sich alles wahnsinnig direkt an. Also man hätte nie den Eindruck, man fährt hier einen normalen 124er. Das ist echt. Ist auch mit dem Serienfahrzeug eigentlich nicht zu vergleichen. Ja, man merkt, es ist von vorne bis hinten wirklich Hand angelegt worden an das Auto. Ja. Und der Motor ist einfach der Wahnsinn. Man merkt schon, man ist in einem gehobenen Segment eher unterwegs. Ja. Alles ist sehr großzügig vom Raum her. Also man könnte sich jetzt auch genauso gut vorstellen, mit dem Auto einfach, keine Ahnung, Kinder einpacken, ab nach Italien. Richtig. Deswegen Reiselimousine. Also man merkt schon so dieses, das Beste aus allen Welten, das war immer schon mit dabei. Aber trotzdem weiß man ganz genau, wenn man halt einen Fuß durchtritt, dann bricht hier die Hölle los. Und man hat nie das Gefühl, dass der Motor angestrengt wäre oder so. Man merkt ihm das Alter auch null an. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, wir haben jetzt hier knapp, darf man eh gar nicht sagen, der hat hier knapp, ich glaube mal 42.000 Kilometer auf der Uhr. Also ich bin halt noch begeistert von dem Fahrzeug. Das absolut zu Recht. Ich bin auch begeistert. Ich hatte damals als erstes Auto einen W201, allerdings mit einem 1.8er. Das hier, eine Klasse drüber, motorisch
einige Klassen drüber. Einige, ja. Aber man erkennt die Epoche auf jeden Fall. Also man fühlt sich doch irgendwie zu Hause, aber merkt, es ist einfach, man kann die Faszination einfach richtig gut nachvollziehen. So, Felix, und? Eindruck? Unfassbar. Überraschung gelungen? Unfassbar, ja. Das freut mich. Das bester, freut mich wirklich. Bester Arbeitstag ever, würde ich sagen. Das freut mich. Toll. Michael, das ist wirklich der Hammer. Ja. Also der hat den Namen auf jeden Fall verdient. Wahnsinn. Super, das freut mich, dass du auch mal so ein Fahrzeug fahren durftest aus einer Zeit, die lang vor deiner Zeit war. So, ein bisschen. Als nächstes würde ich sagen, ich lade dich einfach mal ein, einen Blick in mein Archiv zu werfen, in das AMG Unternehmens- und Medienarchiv. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt hast du es schon so gut angeteasert. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Michael, du bist jetzt seit über 40 Jahren hier in der Falterbach. Das sah damals ja alles komplett anders aus als jetzt. Also es sah ja noch nicht so aus, wie es jetzt hier vor uns steht. Früher, also Anfangszeit, das war 76, 77, stand nur diese eine Halle. So, man muss sich vorstellen, wirklich auf der grünen Wiese. Hier war alles nur grüne Wiese, das ganze Industriegebiet komplett leer. Nur eine Halle, die sehen wir hier im Hintergrund, in der Mitte drin. Das sehen wir nachher von unten vielleicht noch besser. Das, was da oben rausguckt, das ist eigentlich die Halle. Also das ist der letzte Rest von der alten Halle, die man auf dem alten Bild noch sieht. Ja, da oben das kleine Stück, das ist der letzte Rest. Da gab es einen Vorbau dann. Dann kam im Gründer, im Herr Aufrecht, sein Wohnhaus dazu, hier im Vordergrund. Und da hat er gewohnt mit seiner Family und dann wurde alles nach und nach auch zu Büroräumen umgebaut. Richtig, genau. Sogar ich hatte da drin mal mein Büro für ein paar Jahre. Dein Büro hier drin? Cool. Wo musste Herr Aufrecht dann hinziehen, als man sein Wohnhaus zu Büroräumen umgewidmet hat? Also wir haben ja später, man sieht es ja hier, immer wieder angebaut, neu gebaut. Und Herr Aufrecht, der zog hier oben drüber, über den ganzen Bau, mit seinem Penthouse. Ja, Wahnsinn. Da hinten sieht man dann noch so ein kleines Stück von dieser ursprünglichen Halle, die du uns gezeigt hast. Ja, das ist so dazwischen drin. Das ist die Halle auf der grünen Wiese von vorher. Die sieht man, einen kleinen Teil sieht man hier noch. Das ist schon irre, wie sich das verändert hat über die Jahre. Dann schauen wir mal, wie es im Archiv so aussieht, oder? Okay. Ich zeig dir mal ganz kurz ein Unikat. Da wird es dich von den Socken hauen. Also man sieht hier schon, ja, wir sind jetzt hier Anfang der 70er Jahre, Ende 60er, Anfang 70er, also schon sehr am Anfang. Ganz am Anfang. Anfang Rennsport AMG. Und hier haben wir den Original-Wagenpass. Oh mein Gott. Von unserem AMG 300 SEL 6.8. Das ist tatsächlich der Wagenpass vom Fahrzeug, vom 24-Stunden-Rennen. Sozusagen der Personalausweis des Fahrzeuges. Ohne Wagenpass kein Rennen. Schön auch der Zusatz, Baujahr, soweit feststellbar. Damals war das alles noch ein bisschen lockerer im Rennsport. Da stehen hinten auch die Rennen dann drin, der gefahren ist. Wettbewerbe, Fahrer, alles eingetragen, alles. Richtig. Ah, hier, man kennt schon die Namen teilweise. Hier Heyer, ich kann mir schon vorstellen, 24 Stunden Nürburgring 1972. Und sieht aus wie am ersten Tag. Der ist der Originalzustand, sehr behütet. Ja, man merkt's. In der Zwischenzeit bin ich bei über 300 laufende Meter. Unterlagen und sehr viele Unikate, Pokale, Awards und so weiter. Ja, da schauen wir uns jetzt noch ein paar an, würde ich sagen. Gehen wir gerade weiter. Hier drin sind eigentlich Designzeichnungen. Okay. Ja? Also teilweise hat ihn niemand gesehen. Aha. Ich zeige dir einfach mal ein paar. Wir dürfen jetzt reinschauen. Einfach wow. Mal wirken lassen. Alter Schwede. SL 500 6.0. CLK BTM Shooting Brake. Das ist ja echt der Oberkracher. Also er kam ja als CLK, DTM-Variante, aber als Coupé. So in die Zukunft gedacht damals, war einfach damals schon ein Shooting Brake angedacht. Ja. Der Wahnsinn. Also da hat sich auf jeden Fall jemand richtig ausgetobt. Das sind wirklich alles noch Designzeichnungen mit der Hand am Arm. Also nichts mit Computer.
wirklich gezeichnete Sachen. Und irgendwann werden die historisch. Und dann landen sie bei mir. Ja, das ist definitiv historisch. Oder pass auf, mal was ganz anderes. Wow. Wir sprechen hier, um es vorweg zu sagen, vom Jahr 89 und 90. Ohne zu viel vorwegzunehmen, ja, aber man merkt dann, man hatte damals schon Ambitionen, dass man ein eigenes Hypercar auf die Beine stellt. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Das Resultat aus diesen ganzen Designzeichnungen war dann der CLK GTR. Mhm. Hier haben wir als Modell diese diese Street-Version, Straßenvariante und natürlich auch die Rennvariante davon. Ja, das sind richtige Kunstwerke. Was kannst du mir denn noch zeigen? Gehen wir gerade weiter. Hier haben wir so ein Schmuckstück zum Thema Rennanzüge. Hans Heyers ersten Rennanzug. Richtig, mit samt dem Helm. Seine Jacke, die er noch drüber hatte. Getragen 1971 beim Sieg in Spa. Damals war noch nicht so viel mit feuerfestem Stoff. Man merkt es auch, eher luftig gestaltet. Ja. Richtig. Prospekte, Preislisten und so weiter. Fangen hier an, weiter hinten geht es dann zu den Fahrzeugen. Und zu den Fahrzeugen zeige ich dir mal ganz kurz was. Und zwar, das sind so die Mitte, Ende 80er Jahre. Ihr hattet sogar richtige Leistungsdiagramme und alles in den Prospekten drin. Wir hatten die kompletten originalen Leistungsdiagramme mit abgebildet. So, und dann schauen wir mal ein bisschen durch die Zeit. Ja, 70er und 80er schlagen voll zu, ja. Ja, da geht's so durch. Aber nun experimentierfreudig. Hier sehen wir zum Beispiel eine Innenausstattung von der S-Klasse, Baureihe 426. Da hatten wir damals Kühlboxen auch in der Mittelkonsole drin. Hier zwischen den Rücksitzen mit Hi-Fi-Anlage und so weiter. Wahnsinn, wie du das alles zusammengesammelt hast auch. Mich wundert es nicht, dass du mittlerweile auf so viele Aktenmeter kommst. Aber es lebt. Man merkt, es lebt hier. Hier habe ich eine kleine Challenge für dich vorbereitet. Es geht rein wieder um AMG, wie immer. Drei verschiedene Bereiche. Einmal AMG, einmal das Thema Motoren und einmal unseren Rennsport. Okay, okay. Frage 1, da geht es rein um das AMG-Logo. Ein Wissensspiel. Ein Wissensspiel, selbstverständlich. Wann wurde dieses AMG-Logo von der ersten Variante in die zweite Variante umdesignt? Das heißt, wann bekam das AMG-Logo diese Rauten? Gute Frage, das muss ich mir herleiten. Also ich weiß, am Anfang war es ja noch ein bisschen rundlicher, als es hier ist. Und aktuell hat es die Rauten, aber das A ist angeschrägt, also asymmetrisch. 1993? Oh, ganz knapp vorbei, aber sehr gut, sehr gut. 91. Ah. Es war 1991. Diese Rauten wurden erstmalig verwendet von wirklich Mercedes-Benz. Aha. Die kamen aus der Ausstattungslinie Sportline. Das war 89 und 91 haben wir das für unser Logo übernommen. Ich kann mich sogar noch erinnern an das Sportline-Badge auf dem 190 Evo 2. Ganz genau, da kam es her. Blau drauf. Richtig. Vor dem Sportline-Schriftzug. Ha! Stimmt, daher kommt wieder die was gelernt. Ja. Die zweite Frage, es geht hier um diese Nockenwellen. Wer konstruierte, fertigte und lieferte seit den Anfängen von AMG bis in die 90er Jahren die Nockenwelle für alle bei AMG modifizierten Motoren? Als zentrale Motorenkomponente vielleicht auch Mahle tatsächlich? Nein. Ah. Nein. Es war Erhard Melcher. Erhard Melcher. Ganz viele Jahre, bis in die 90er. Alles, was zu den Motoren entwickelt wurde, ging über seinen Konstruktionstisch. Bis in die 90er hinein? Bis in die 90er. Er hat eine eigene Nockenwellen-Schleifmaschine gebaut, damit er diese Nockenwelle, die er konstruiert hat, auch schleifen konnte. So, nun die dritte Frage. Du siehst hier ein Modellauto. Ja. Ein CLK GTR. Wie viele Tage liegen zwischen dem ersten Zeichenstrich auf dem Papier und der ersten Fahrt auf der Rennstrecke von diesem Rennfahrzeug, der damals in der FIA GT-Meisterschaft 96, 97 startete? Das waren vielleicht 200 Tage? Zu viel. Ah. Noch weniger. Es waren sage und schreibe damals 128 Tage. 128 Tage? 128 Tage vom ersten Zeichenstrich bis zum Start, bis zum ersten Testlauf auf der Rennstrecke. Das muss man sich mal vorstellen, auch wenn das Einzige, was man vom normalen CLK noch kennt, ist das Gesicht gewissermaßen, ja, und der eigentlich, Stern. Eigentlich sind es die Scheinwerfer ja. Und der Kühlergrill. Und der Rest ist ja komplett neu entwickelt, inklusive natürlich der Technik, Motor, das ganze Fahrwerk, alles, was dazugehört. Michael,
Hammer. Danke dir für diese Sehr Tour. Gerne, Felix. Es war eigentlich noch viel mehr als eine Tour. Also ich habe heute wirklich die Geschichte gelebt von AMG. Das war echt der Hammer. Ich bedanke mich auch. Hat mich gefreut, wenn ich dich etwas beeindrucken konnte. Auf jeden Fall. Mit meinem Wissen und mit meinen Unterlagen. Und nicht zuletzt mit dem Hammer, mit dem Baby. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal einen Sprung nach draußen zu den Autos. So there you have it. That wraps up another episode of Inside AMG. Today, as I've promised, we took a trip down memory lane. But as we've also seen, one episode just isn't enough to cover the rich history of AMG. You can see a couple of very interesting cars behind me. If you like to see one of those cars in another episode, just drop me a comment down below. For me, a childhood dream came true, driving this beauty right here, the Hammer. Challenge also was amazingly interesting. It was so cool to hear all those cool stories that Michael had to tell us. So yeah, if you liked that video, hit the like button. Also hit the subscribe button and the little bell icon so you get notified whenever we upload a new video. Until the next one, bye.